Assalamu alaikum. Boah, Samar, das ist ja richtig ungewohnt, hier wieder aufzunehmen. Samar, ich fühle mich wie gelähmt. Die ganze Nachbarschaft genießt draußen das Wetter und ich nehme hier auf vor der Kamera. Aber weißt du was? Gleich nach dem Video gönnt man sich natürlich eine Bockwurst und dann ist das Ganze auch gegessen. Und zwar wortwörtlich. Deutschland, ich fühle mich wie gelähmt. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Boah, ey, was geht, Leute? Guck mal, ich wollte nur sagen, ich mache nächste Woche übelste Weltreise, so, keine Ahnung, ich fahre nach Frankreich, Belgien, Holland, was weiß ich was. Deswegen, ey, wenn ihr das Ganze sehen wollt, folgt mir so auf meinen sozialen Media-Netzwerken, Plattformen, so. Ach ja, und vergiss nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten, ha. Boah, was geht, Leute? Alles klar bei euch? Ey, ich weiß gar nicht, wie ich das Video starten soll. Erstmal Leute, ich sag euch mal, warum das Video jetzt hier so spät kommt. Und zwar ist meine Tante mit ihrer Familie aus der Heimat hier zu Besuch bei uns hier in Deutschland. Und ey, ich schwör's euch Leute, ne, meine Mutter, sie hat ganzes Haus auf den Kopf gestellt. Sie macht so hier sauber, renoviert so da, macht einfach alles sauber, rastet so richtig aus. Sie dachte so, Bill Gates will bei uns einziehen. Deswegen, wir zeigen denen gerade alles hier. Deswegen war ich auch öfter unterwegs und nicht zu Hause. Deswegen, nächste Woche sind wir auch so in Frankreich, in Belgien, in Holland. Guck mal, einmal kommt so meine Familie und mein Vater plant direkt Weltreise. Ey, scheiß drauf, warum labere ich jetzt hier eigentlich so rum? Like mal bitte dieses Video. Ihr seid letztes Mal wieder richtig abgegangen mit den Bewertungen generell, so die letzten Male. Ey, was optimal wäre, ne, wenn ihr dieses Video hier liked und mir dann noch auf Instagram folgt. Ey, wow, ohne Spaß, wer das macht, ne, der wird mir direkt 1000 Mal sympathischer. Ich meine so, ich kriege im echten Leben eh keine Aufmerksamkeit, dann habe ich sie immerhin so auf Instagram. Wisst ihr, was ich meine? Okay, ey, nee, das war Spaß. Nein, das war gar kein Spaß. Auf jeden Fall geht's heute mal wieder um ein paar Hate-Kommentare und ey, ich krieg zwar wenig Hate, was einerseits irgendwie natürlich gut ist, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schlecht, dass ich so wenig Hate-Kommentare bekomme, weil guck mal, ich sag immer, je mehr Hate-Kommentare ich bekomme, desto mehr Baklava fressen kann ich fertig machen. Und ey, ihr braucht jetzt auch nicht sowas zu kommentieren wie ja, ah, wie ein Scheiß auf Hate oder so, Leute. Nein, wir scheißen nicht auf Hate. Hate ist goldenes Videomaterial, okay? Und hier kommen wir zum ersten Kommentar. Eine schreibt hier, Bonnie Trash ist nicht fake, sondern echt. Okay, dann ist sie eben echter Trash. Deine Haare sind scheiße. Okay, ey, tut mir leid, dass wahrscheinlich noch deine Mutter dir deine Haare schneidet. So, deswegen, du kennst wahrscheinlich auch gar keine normalen Frisuren. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die meisten Leute, die sowas schreiben, haben meistens selbst so eine abgeranzte Eselsfrisur. Locker, sie benutzt auch so als Hilfsmittel so einen richtig dreckigen, verrosteten Topf. Einfach macht sie so um deine Haare, damit du so einen richtigen Johannes-Topfschnitt bekommst, Alter. Kennt ihr den? Was rasierst du Brusthaare, du... Also das ist locker so einer, der sich richtig männlich fühlt mit seinen 3 Brusthaaren, obwohl locker seine Schwester auch mehr Brusthaare hat als er. Aber ey, worauf achtest du bitte, ja? Ich meine, wenn du so richtig auf meine Brust achtest, dann bist du doch die Sch... Oder etwa nichts. Aber ey, so ein Tipp fürs Leben, pass auf, was du sagst, ja, sonst fick dich am Ende Karma so. Ich meine, stell dir vor, du kriegst so am Ende Haarausfall, aber dafür 3-mal so viele Arschhaare. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ich höre immer was anderes. Guck mal, wenn man Brusthaare rasiert, ist man schwul, wenn man Brusthaare nicht rasiert, ist man ekelhaft oder was? Du, ey, ich hab mal eine Frage. Sag mal, was hast du denn da für ein Urwald? Du bist ja ein richtiger Gorilla geworden, merkst du selber, wa? Ja, ey, ich weiß nicht. Guck mal, wenn ich mich hier rasiere, sagen andere Leute, dass ich schwul bin und wenn nicht, habe ich hier Tarzans Dschungel auf der Brust. Also, ich weiß ja nicht, ich würde alles rasieren. Mensch, sag mal, das sieht ja aus wie ein Bärenfell. Also, ich weiß nicht, ja. Ich meine, guck mal, ihr Allmanns habt da nicht mal 5 Haare. Ja, ey, deswegen müssen wir uns auch keine Rasierer holen und sparen ordentlich Geld. Ey, das ist voll schlau, ohne Spaß. Ey, weißt du was? Ich glaube, ich werde jetzt zum Allmann. Ich werde jetzt direkt erstmal meine Brusthaare blond färben gehen. Jesus Christus. Ich fühle mich wie ihr Leben. Edit mich auf Snapchat, ihr kurdischen Bergziegen. Ah, nee, ey, ich nehm's zurück, sonst heißt es am Ende ja wieder so, ich hab was gegen Kurden. Unlustige. Guck mal Leute, ich erwarte nicht, dass jeder lacht, wenn er meine Videos guckt, ja? Das Ding ist, was einfach viele Leute nicht wissen, meine Videos sollen einfach unterhalten, ja? Also diese Jokes sind einfach nur nebenbei, auch wenn das manchmal so ein bisschen viele sind, diese Jokes sind einfach nebenbei. Ich will euch einfach mit der ganzen Scheiße hier unterhalten. Deswegen freut mich das auch immer, wenn mir so Leute schreiben, ja, ich habe heute an einem Tag deine ganzen Videos durchgeguckt oder so, das freut mich einfach richtig. Guck mal, so wie bei Kanaken im Kino, ja? Wenn der Film vorbei ist, die gehen direkt so in Kino 4 oder Kino 5, einfach um weiter unterhalten zu werden, so. Unterhaltung ist das Wichtigste. Aber ey, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass mich solche Kommentare so übelst jucken. Ich mach mich mehr darüber lustig, das merkt ihr ja auch. Also, ich meine, mein Leben würde auch ohne YouTube Sinn machen, ja. Nee, würde es nicht. Ich hasse dich. Er ist so dumm, wer denke auch wie ich. Ey, ohne Spaß, ne, jetzt ohne irgendwie persönlich zu werden oder so, aber man denkt wirklich, du bist so ein Asylant, der so den einfachsten deutschen Sprachtest verkackt hat. Du scheiß Lügner, wie du Afghaner schlecht reden willst, nur weil Afghaner und Iraner Probleme haben. Ey, Leute, ohne Spaß, das ist genau die Art von Mensch, die ich richtig hasse. Ey, sorry, aber du dummer...
Denkst du wirklich, ich hab was gegen Afghaner, nur weil der Typ, der mich belästigt hat, Afghaner ist? Er ist Afghaner, nicht weil ich es gesagt habe, sondern weil er es mir gesagt hat. Er hat mir gesagt, ich bin Afghaner und ich habe nichts gegen Afghaner, Junge. Wo will ich bitte Afghaner schlecht reden, wenn mir einer sagt, er ist Afghaner? Ich hab nichts gegen Afghaner, ich hab viele afghanische Freunde und ey, wenn für dich Iraner und Afghaner Probleme haben, okay, dann ist das so, aber bring mich da nicht rein in diese Scheiße. Boah, regt mich sowas auf, Alter, sag mal, ich glaub, der Troll hat einen Dachschaden. Muss das sein? Gegenfrage, sag mal, was ist denn das für eine Rechtschreibung? Muss das denn sein? Sag mal, hast du die im Lotto gewonnen? Kurden und Perser haben dieselben Vorfahren und du machst dich über Kurden lustig, ey, wow. Okay, wart, ich geb mir mal selber einen Nacken für dich, ja? Leute, ich glaube, ich muss euch echt nicht mehr sagen, dass ich nichts gegen Kurden habe. Also ich glaube, jetzt haben das selbst die behindertsten Menschen auch verstanden. Aber trotzdem gibt's so behinderte Menschen, die sowas denken, ja. Also guck mal, der kommt mir direkt mit Vorfahren, Alter. Sag mir doch gleich so ganze Charles Darwin-Evolutionstheorie auf, Alter. Bruder, chill doch einfach. Ich sag doch selber manchmal, dass ich selber ein Opfer bin. Warum nimmst du denn alle Witze so ernst? Du siehst aus wie ein Fisch. Ey, bei dem ist mir aufgefallen, der hat öfter so meine Videos kommentiert, so mit Beleidigungen und sowas. Also ich glaube, der hat so einen richtigen Fetisch dafür, mich zu haten. Ich schwöre locker, den macht das richtig geil, Alter. Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass er sich so jeden Abend einen auf meine Fresse gisst. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben.